Let's go, Disco. Jetzt aber. Kurz und schmerzlos. Ja, genau. Also ihr habt gewählt. Ihr habt gewählt. Ja. Ihr wisst ja noch, was hoffentlich so ungefähr, was in den Top 10 gelandet ist. Und zwischen denen hattet ihr ja die Auswahl. Ja, wenn jetzt sagen wir so jetzt, was da so gelandet ist. Ja, zwangsläufig, genau. Ja, das genau. Sollen wir mal sagen, was auf Platz 10 gelandet ist? Ja, erzähl mal, was auf Platz 10 gelandet ist. Etwas, was bei mir auch in der Top 10 gelandet ist. Bei mir nicht. Bei dir nicht. Nee. Aber knapp. Aber knapp. Und zwar Kohlrabenschwarz, die erste Staffel von Audible. Ja. Coole Sache, da habt ihr Geschmack bewiesen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ihr hättet nicht unbedingt auf Platz 10 wählen müssen. Ja, das stimmt, ja. Aber es ist ja schon immerhin, immerhin schon mal besser als bei mir. Ist ja auch schon mal was. Ja, dann auf Platz 9 habt ihr auch ein Radiohörspiel gewählt. Ist ja gar kein Radiohörspiel, ich bin Achter. Ich fange an. Aber ihr habt mal ein Radiohörspiel auf Platz 10 gewählt. Das finde ich auch schon mal gut. Ja. Das macht ihr auch nicht allzu oft, aber da ist dann natürlich der zweite Schlaf von Robert Harris, beziehungsweise nach Robert Harris gelandet. HR-Produktion, die auch beim Hörverlag demnächst auf CD erscheinen wird. Fein, ja. Schönes Ding. Ein schönes Ding ist auch auf Platz 8 gelandet. Und zwar ein Hörspiel von Sven Matthias. Und zwar die Windsängerin, quasi das Revival, wollte ich jetzt gerade sagen. Der Reboot oder des Hörspiels, das er damals beim Hörspielprojekt produziert hat. Und das jetzt quasi in neuem Klanggewand daherkam. Und das ich auch sehr fantastisch fand. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ist von euch auf Platz 8 gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, cool. Ja, dann auf Platz 7 habt ihr auch was gewählt, was wir nur in den Shoutouts hatten, beziehungsweise das Label hatten wir nur in den Shoutouts. Und zwar die Ohrenkneifer mit Der Schatz im Silbersee. Die Karl-May-Adaption, die dieses Jahr rausgebracht haben. Mir, ich glaube dir auch, hat Old Shorehand ein bisschen besser gefallen, aber... Der Überraschung geschuldet, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. In der Geschichte. Ja. So vom Ding her sind die beide toll. Wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ihr habt euch für den Schatz im Silbersee entschieden und habt den auf Platz 7 gewählt. Mhm. Aller Ehrenwert. Jetzt wird's enger. Ja. Na, dann kommen wir doch zu Platz 6 sind wir jetzt, ne? Mhm. Auf Platz 6 ist mein Hörspiel des Jahres gelandet. Mein Platz 2. Kai Meyers, 7 Siegel, die erste Staffel. Genau. Tja, großes Ding. Müssen wir ja nicht mehr viel zu sagen. Ja. Und dann, wo wir jetzt eigentlich auch nichts mehr zu sagen müssen, weil wir es ja auch am Schluss noch mit drin hatten, Ghostbox Staffel 2 hat sich hier tatsächlich vor Kai Meyer geschoben. Ja, die Produktion hat es bei euch auf Platz 5 geschafft. Schön. Ja, dann auf Platz 4, es wird enger und wir kratzen am Podium, ist von euch ein kleines, feines Hörspiel gewählt worden. Ja. Von Wolfi Office und zwar Arzu. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ja. Hätte, wie immer, also für mich, weil auch der Überraschung quasi geschuldet, noch mehr verdient gehabt, aber Platz 4 ist aller Ehren wert, finde ich. Ja, es haben auch ganz viele unterschiedliche Leute auf der Liste gehabt tatsächlich. Also das war so, es gab eigentlich immer so, bei den Votings war immer so ein Gleichklang zu hören. Also es waren meistens so drei ähnliche Hörspiele, oder wo man so denkt, naja, das ist so geschmacklich, liegt das alles dicht beisammen. Und Arzu war so immer eins, das tauchte immer mal so auf mit ganz unterschiedlichen Zahlen. Das fand ich total toll. Super. Dass das total breit aufgestellt war, was den Hörgeschmack trifft. Also es waren nicht dann immer die drei gleichen Hörspiele, sondern es waren dann ganz unterschiedliche Hörspiele, wo immer Arzu dabei stand. Das war schon auch anscheinend, dass es dann viele gehört haben. Ja, das finde ich tatsächlich, toll. Ja, da, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn es noch mehr gehört hätte, dass das auch noch aufs Treppchen geschafft hätte. Weil die Plätze 3 bis 8, 9 sind ja relativ dicht zusammen. Also da wäre schon noch was drin gewesen, ja. Aber ich finde das schon beachtlich für so ein Stück, was so aus der Nische kommt eigentlich, dass es so weit nach vorne schafft. Hätte ich gar nicht mitgerechnet, dass es tatsächlich so viele hören. Das stimmt. Ja. Aber das ist das Gute am Stream wieder, weil es dadurch relativ schnell sich auch verbreiten kann. Und wenn es dann eine Empfehlung gibt, dann eben auch die Möglichkeit gibt, da mal so schnell reinzuhören. Stimmt, anstatt die Hürde dann zu nehmen, die genau, CD. Genau, du musst dann die CD kaufen und weißt dann nicht so richtig und gibt mir jetzt die 8 Euro oder beziehungsweise ist ja wahrscheinlich weniger das Geld, was das Ding kostet, als den Aufwand, den man betreiben muss, bis man das Ding hat. Ja. Und so kann man halt wirklich, was weiß ich, seinen Streaming-Anbieter der Wahl einfach aufrufen und selbst wenn man da kein Premium-Abo hat, kann man das Ding ja mit Werbung hören und kann man zumindest relativ schnell drankommen, ja. Ja, ja, kommt schon zu eurem Treppchen. Apropos Nische. Apropos Nische, ja. Ja,
Hörspiel, das du hattest es zumindest gehört, oder? Ja, ich habe es angefangen zu hören. Ah, du Es hast war es. nicht meins. Ja, und da habe ich es erst gar nicht gehört. Wer weiß, was wir verpasst haben. Ja, ist halt Geschmackssache, Ja. sage ich jetzt mal. Ja, das ganze Auf Platz Podium ist 3 besonders, muss man schon ist ein sagen. Weihnachtshörspiel gelandet, nämlich Santa Claus Revival, das Musical, das, jetzt wollte ich schon Musical, also das, wie Helge Schneider, Ja. Mandy das Wusikel, das Musical, das Weihnachten rettet, von Thomas Auerswald, Uli Bannenberg, Benedikt Becker und noch anderen. Ja, Ja, von bei Lava Jamie. Lavajam. Das ist, Ja. muss ich auch so deutlich sagen, Ausreißer. Ja, würde ich auch sagen, hätte ich jetzt nicht so auf meiner Liste gehabt. Also Nee, ich beziehungsweise auch. ich habe es ja nicht mal auf der höheren Liste gehabt. Ja, Aber es ist aber eure Wahl, genau, deswegen. ihr müsst ihr wissen und ich glaube euch das, wenn ihr das da auf 3 wählen wollt, dass ihr Na das auch so klar, machen wolltet. Ja. dann ist das so. Ja, genau. Auf Platz 2 hat mich sehr gefreut, weil ich finde, da habt ihr mal richtig Geschmack bewiesen. Muss ich mal so sagen. Ja. Ja, weil, ja, das hatte ich auch Das weit stimmt. vorne. Und zwar Cayman Crab, Stars in der Krise von Edgar Lindscheid und Stuart Kummer, hat es tatsächlich bei eurer Wahl auf Platz 2 geschafft. Finde ich schon mal super, dass es ein Radiohörspiel erwischt hat. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es eben so Sachen auch zum Download mittlerweile gibt. Und ja. Und die beiden Namen einfach seit The Cruise kennt man die, glaube Genau. ich. Und Cayman Club haben, glaube ich, auch ziemlich viele Leute einfach gehört. Ja. Und da hat man sich dann gefreut, dass da was Neues kommt. Aber ich glaube, damit hat dann auch keiner Also gerechnet. hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht. Ich habe gedacht, das ist wieder hier sowas für uns Nerds. Das ist so, läuft wieder so unter Geheimtipp, aber tatsächlich hat es doch seine Fans und hat auch, ja, recht deutlich Platz 2 belegt. Cool, Ja. Glückwunsch, finde ich super. Ja, ich auch. Ja, dann können wir zumachen jetzt, ne? Ja, Ach, du genau. bist ja eh schon, Mensch, habt ihr bestimmt eure Liste vor euch liegen. Und wisst ihr, fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Und Genau. zwar euer Hörspiel des Jahres. Ihr habt es mit humorigen Hörspielen, muss ich sagen. Ich glaube auch, ja. Das scheint der Schlüssel zu sein. Irgendwie schon. Aber ich muss Ja. tatsächlich sagen, es ist auch wirklich ein gutes, humoriges Hörspiel. Das Humor stimmt, ja. ist wirklich nicht einfach und eigentlich muss man das dafür schon loben, wenn das Ganze funktioniert. Und hier hat es tatsächlich funktioniert, allein schon, weil man es schafft, ja, ich sag mal, die Kassettenkinder ziemlich gut abzuholen und die in eine Story reinzulotsen, die einfach auf Gefallen findet bei den ganzen Retro-Heinzen, die da rumlaufen. Und Die Retro-Heinz. ja, soll man eigentlich sagen, um was es geht? Weil die meisten, Platz also 1, euer Hörspiel des Jahres ist ta-da-da-da, Niki und Vicky und das Karpatenkalb, ein Fall für die zwei I-Pünktchen-Detektive von Klaus Brückemeier. Beim HR bzw. mit dem Radio Live-Theater produziert. Herzlichen Glückwunsch! ja, auch von mir. Ja, kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, es wäre jetzt nicht mein Highlight gewesen, Meins auch nicht, ja. aber ich kann zumindest nachvollziehen, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja. Wie immer, Hut ab vor eurer Wahl. Ihr beweist Geschmack, muss ich schon sagen. Wie Weil geht's? eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, also ich zittere jedes Jahr und denke davon, wir werden irgendwann, werden wir von den drei Fragezeichen mal überrollt. Irgendwann ist es soweit, dass ihr eine drei Stimmt, das ist Fragezeichen echt vorbereitet. merkwürdig, Es ist echt merkwürdig, ich finde es echt dass die nie merkwürdig. in den Top Ten Ja. landen. Das echt, gab's noch Auch nie, oder? bei weitem nicht. Also es ist Nee. tatsächlich sehr, sehr weit weg. Das ist echt witzig, ja. Ich glaube, in die Top 100 haben sie es geschafft, aber gibt natürlich auch welche, die Mails schreiben, wo dann 10 Folgen, drei Fragezeichen sind, wenn auch nur 8 erschienen sind. Also das gibt es auch, aber es ist tatsächlich nicht die Masse. Ah, schön. Ja. Ja, ein humoriger Ausklang für Ich 2020. Das ist eigentlich wirklich sehr schön. ja, finde ich auch gut. Für dieses komische Jahr. Aber ich möchte kurz noch erwähnen, die Abstimmung ist übrigens beendet. Ich kriege heute immer noch Mails. Es ist vorbei jetzt. Also wenn, müsst ihr schon irgendwie 2021 was draufschreiben. Das merke ich mir dann gerne, aber Es ist leider trotzdem dann falsch, ne? Es ist ja von der 20er-Liste. ja, aber nee, wenn müssen sie ja was von aus 21 schreiben. Also, Genau. aber 20 nützt jetzt nichts mehr. Ja. Hat wie immer Spaß gemacht mit euch. Ja, sehr sogar. Gerne wieder. Sehr netter eBayer. Ja. Ra. Ja. Und Weißt du, was ich mittlerweile drunter schreibe? Bei eBay Kleinanzeigen, wenn ich was reinstelle? Sarit? Bitte nur mit konkretem Abholtermin und in ganzen Sätzen. Ah. Ja, sonst antworte ich nicht mehr. Okay.
Ich bin viel zu faul, um irgendwas zu verkaufen bei eBay. Ich muss mich Wir erst wollen wieder immer noch dran gewöhnen. Sachen loswerden, deswegen zwangsläufig. Ja, Frauen darf man nicht, oder? Oh, sag mal, also bitte. Ja, wird ja wohl noch fragen dürfen. Hört deine Frau den Orcast? Sag bitte nein, sonst muss ich es rausschneiden. Vermutlich nicht. Also sag mal. Die weiß ja auch, wie es gemeint ist. Genauso wie ich es gesagt habe. Also bitte. Wie lange seid ihr verheiratet? 20. Na, ernsthaft? Krass, das ist ja der Jo. Hammer. Jo. Wir feiern erst 10-Jähriges dieses Jahr. Echt? Ihr seid schon 10 Jahre? Nee, nicht Ach so, verheiratet. zusammen. Ich wollte Ja. sagen, das war doch neulich erst. Ja, ist noch nicht lange her, das stimmt. Ja. 20 Jahre, das ist krass, ja. Da kennt man sich, ja. Ja, meint man. Schön. Ja, mit diesem persönlichen. Ja, Ja. wir hören uns auch dann 2021 weiter, ne? Also Genau. Orcas geht ganz normal weiter, ne? Ich denke Also, schon, ja. ja, Da müsst ihr dann erstmal. durch und für die, die uns nur einmal im Jahr hören, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Da sind wir dann übrigens auch schon 10. Genau, stimmt. Ja, im Herbst feiern wir 10-Jähriges. Genau, die Novemberausgabe mit die Jubelausgabe wird dann wahrscheinlich wieder genauso ein Kracher wie die Folge 100. Auch Ja, vielleicht. wieder mit Hüpfburg und Luftballons und allem Puff, Paff, Puff und Oh, Torte. Hüpfburg ist schön, ja. Ja. Und vielleicht auch wieder, wenn es die Umstände erlauben, auch wieder mit Buffet. Mal gucken, ja. Ja, ist ja gerade ein Also wer bisschen. will, kann sich da auch schon gerne irgendwie was überlegen, wenn er irgendwie was beitragen will, keine Ahnung. Also Ja. so genau wissen wir aber auch noch nicht was. Nee, Also. wir machen alles. Also egal was ihr, wenn ihr uns irgendwas schickt, das kriegen wir schon irgendwie eingebastelt. Genau, richtig, Ja, ja. Torte wird gegessen und Glückwünsche, Torte, das Gegenteil von Glückwunsch, das mir nicht ja. einfällt. Bombe? Nee, was? Briefbombe? Katzenscheiße. Ja, du. Katzenscheiße, genau. Genau. Oh, das war schön. Überleg mal, wir würden jetzt irgendwie von dem Label, das wir jetzt meinen, so zum 10-Jährigen irgendwie so eine Grußbotschaft kriegen. Das wäre Ja. echt schön. Da würde ich auch ein Tränchen vergießen, Ja. Ja. glaube Oh, toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Entschuldige. Oh, Ja, sing mal ganz Katze. schnell Life is Life. Schmeiß die Katze aufs Keyboard, dann Ja. kommt das raus. Genau. Ja. Ja. Ja, schön, dass wir auch daran nochmal erinnert haben. Ja, wirklich. Ja, So, jetzt dann aber ab, genau. gut's Jetzt. Nächte. Macht's Genau. gut, gehabt euch wohl und bis in Bälde. Bis in Bälde, genau. Ja, ciao. Tschüss.